Ich freue mich sehr, heute über dieses Thema sprechen zu dürfen. Und zwar, jeder kann kreativ sein mit dem Apple Pencil. Es geht da um stiftbasierten Arbeiten. Ich frage mal, als allererste Frage stelle ich mal, ob man mich gut hört. Ich würde vielleicht ganz gerne ein paar Reaktionen aus dem Publikum. Sie haben schon gesehen, in Webex ist es möglich zu reagieren. Also das wäre gut, wenn Sie das ausprobieren können. Ich glaube, man hört mich sehr gut, wunderbar. Und wie Sabine schon gesagt hat, bin ich Lehrerin, habe Erfahrung mit dem Unterricht mit iPads und mit Stiften, habe zwar nicht eine 1 zu 1, eine sogenannte 1 zu 1 Klasse, aber meine Schule hat iPads zum Ausborgen und wir verarbeiten sehr, sehr viel mit diesen Geräten und habe schon viele Sachen schon ausprobiert und hier werde ich von diesen Sachen erzählen. Also zuerst mal die Frage, was möchten wir? Ich hoffe, dass Sie hier richtig sind. Entweder ist es so, dass Sie bereits mit iPads unterrichten oder werden mit iPads unterrichten. Es gibt in Österreich im Herbst werden zigtausende Kinder und Jugendliche mit Tablets zum Beispiel ausgestattet von der Regierung. Also das kann sein, dass Sie ein Lehrer, eine Lehrerin sind. Sie werden vielleicht iPads bekommen. Dann sind Sie hier richtig. Sie möchten auf jeden Fall wissen, was gibt's überhaupt für, was kann man überhaupt machen mit dem Stift am iPad? Was gibt's Kreatives? Das ist dann die Steigerung. Ja, ich möchte nicht nur schreiben, sondern was gibt's hier Kreatives? Und vor allem, wie vermittelt man das im Unterricht? Und das ist das, was kommt. Und wie Sabine schon gesagt hat, Sie können ruhig entspannt zurück, so entspannt sitzen. Ich werde alle Unterlagen, auch diese Präsentation habe ich bereits für Sie in PDF-Form vorbereitet. Sie bekommen alles. Hashtag Sharing is Caring. Ich gebe alles her. Also Sie können auf jeden Fall mitnehmen und entspannt zuhören. Ich erwähne gleich am Anfang, welche Apps werden heute vorkommen. Es werden die Apps Keynote, Pages, Numbers und Sketches School vorkommen. Ich erwähne es extra auch, weil ich habe festgestellt, dass manches Mal, wenn ich Workshops mache, dass Lehrerinnen und Lehrer, die bereits mit iPads arbeiten, nicht immer die aktuellsten Versionen haben von diesen Apps, beziehungsweise haben die Apps gar nicht heruntergeladen. Also daher bitte, 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 die Apps sind total toll. Ich hoffe, dass ich das beweisen werde. Bitte, bitte, bitte kostenlos herunterladen und aktuell halten. Und noch einmal der Hinweis, Sie bekommen das als PDF. Alle diese unterstrichenen Wörter sind Hyperlinks. Also Sie können das in Ruhe anschauen. Warum überhaupt mit einem Stift arbeiten? Zunächst ein bisschen, ich verspreche, ein bisschen Theorie. Es ist, man kann feststellen, man hat festgestellt, man hat auch untersucht, dass wenn man etwas mit der Hand macht, dass man Dinge besser eingeprägt werden. Und mit dem Stift an dem iPad, mit dem digitalen Stift, ist es so, dass man präziser arbeiten kann als mit dem Finger zum Beispiel. Was natürlich auch möglich. Ich habe auch jahrelang mit dem Finger gearbeitet, was natürlich super ist. Aber ist es noch präziser mit einem Stift? Im Unterricht gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die Möglichkeiten habe ich hier aufgelistet. Notizen, Mindmaps, Zeichnungen, natürlich. Man kann Dinge designen, man kann Diagramme machen, Sketchnotes, Annotierungen, man kann eine digitale Heftführung machen und man kann natürlich auch digitale Arbeitsblätter dann wunderbar bearbeiten. Und ich habe bewusst jetzt gezeigt, einmal in welchen Unterrichtsfächern nicht, dass jemand sagt, naja, ob das was für mich ist, mein Unterrichtsfach, ja. Es gibt im Prinzip kaum ein Unterrichtsfach, wo man das nicht einsetzen kann. Und ich werde ein paar Beispiele auf jeden Fall bringen. Aber zunächst mal, ich gehe kurz auf Apple Pencil ein und auf ein Feature ein. Ich werde nicht sehr lang darüber reden, weil es diese Feature gibt auf Deutsch noch nicht. Ja? Und zwar, das Feature heißt Scribble auf Englisch und Kritzeln auf Deutsch. Ja? Und ich habe für Sie jetzt ein Video aufgenommen. Sie können sehen, wenn Sie einen Pencil bereits haben, gibt es die Funktionen und Einstellungen, kann man ausprobieren, wie das aussieht, wenn wir das endlich einmal auf Deutsch bekommen. Ja? Diese Feature gibt es in Englisch und auch in Chinesisch, glaube ich, habe ich heute gelesen. Es gibt sicher demnächst auf Deutsch. Also ich möchte nichts versprechen, ich habe auch keine Insider-Information. Aber man sieht hier, dass es mehr oder weniger tolle Sachen gibt. Man kann wirklich durchstreichen. Es ist wirklich wie ein Smart Pencil. Man kann sehr, sehr viele Sachen machen mit dieser Funktion Kritzeln.
Ja, aber man kann korrigieren und so weiter und so fort. Wer gerne mehr erfahren möchte, hat diesen Link hier unten. Und was ich auch für Sie ausprobiert habe, ist in einer Notiz. Zum Beispiel, ich verwende die App Evernote sehr, sehr gerne. Und ich habe einfach ausprobiert, zum Beispiel, wie sieht es aus, wenn man so einfach schreibt, ob er Deutsch versteht, erkennt. Und er erkennt es aber leider nicht fehlerfrei. Ja, das heißt, man muss immer wieder ausbessern, aber es funktioniert mehr oder weniger. Ja, damit Sie sehen können, habe ich jetzt einfach live einfach geschrieben. Was ich auch gesehen habe, ist, wenn man zum Beispiel in Safari im Suchfeld etwa ein Google.com zum Beispiel schreibt, dann versteht er das auch. Kann er auch verstehen, ah, super Google.com, und dann würde das auch verstehen. Also wie gesagt, ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil es ist wirklich eine tolle Funktion. Leider Gottes spricht diese Funktion noch nicht Deutsch. Die Dinge, die ich heute zeigen werde, finden Sie zum größten Teil schon in Büchern. Das heißt, ich habe die nicht selbst ausgedacht, sondern ich habe einfach sehr, sehr viel recherchiert, gelesen, unter anderem im Buch, im kostenlosen Buch, Jeder kann kreativ sein, zeichnen. Und das ist auch kostenlos herunterzuladen. Es gibt Beschreibungen von Unterrichtsideen und Aktivitäten. Ich werde auch ein paar Sachen zeigen, die ich selbst im Unterricht gemacht habe. Ja? Also ich spreche wirklich aus Erfahrung, teile auch ein paar der Arbeiten der Kinder. Wir werden uns vier Beispiele oder vier Programme und vier Apps anschauen. Und da sind die Dinge, die ich heute vorbereitet habe, die ich zeigen möchte. Fondsign, animierte Karten, Steckbriefe, wie man das machen kann. Ich habe auch heute ausprobiert, für Sie musikalische Noten zu machen. Ich kann ein bisschen was zu Mindmaps zeigen und Sketchnotes. Okay, das ist ungefähr das, was am Menü ist heute, für die heutige Präsentation. Ich hoffe, dass Sie hungrig sind. Zunächst mal wollte ich erwähnen, dass diese drei Apps, die Sie hier links sehen, Keynote, Pages und Numbers, die sogenannte iWork-Apps, die sind Apps, die komplett kostenlos sind, die am iPad wunderbar laufen. All diese Apps funktionieren ähnlich, haben Zeichentools. Ja, und ich wollte nur kurz eben hier zeigen, welche Zeichentools es sind, damit Sie mal wissen, aha, was gibt es überhaupt. Ja? Wie Sie hier sehen, gibt es Stift, Bleistift, Buntstift. Buntstift ist übrigens mein Lieblingswerkzeug. Und es gibt tolle Sachen mit dem Auswahlwerkzeug und natürlich auch Farben. Ja? Wie man dorthin kommt, sehen wir da oben in der rechten Ecke mit den drei Punkten. Auf Zeichnung tippen und man kommt schon zu den Zeichentools. Oder wenn man mit dem Apple Pencil arbeitet, wenn man drauf tippt auf dem Bildschirm, dann kommt es auch. Kommen diese Zeichentools auch. Hier sehen Sie, dass man auch mit der Strichstärke und mit der Deckkraft auch aussuchen kann oder bestimmen kann. Nochmals die Erwähnung, dass bei diesen drei Apps, Keynote, Pages und Numbers, die Zeichentools gleich sind. Jetzt kommt mein erstes Beispiel. Ich habe wirklich tatsächlich vor einigen Monaten, als wir noch nicht im Lockdown waren, habe ich Font Design mit meiner ersten Klasse gemacht. Wir haben ein Fach, also kreativ, nennen wir das, Ganztagesschule. Und ich habe gedacht, warum Font Design? Das heißt, 10-jährige Kinder, vorher null Erfahrung mit iPads oder mit Pencil. Ja, was ist da möglich? Auf der linken Seite sehen Sie meine Folien, die ich verwendet habe, als ich diese Erklärungen gegeben habe. Was habe ich vermittelt? Was habe ich erklärt? Kinder, das ist unser Ziel. Wir möchten Fonts designen. Was sind Fonts? Wie sehen sie aus? Aha, wie schaut es aus? Und am Schluss möchte ich, dass ihr bitte euren Namen, also die Buchstaben dann mal selbst entwerfen, ja, und euren Namen dann in diese Schrift schreiben. Dass ich das auch schon gemacht habe, ein paar Jahre zuvor, habe ich auch gezeigt. Ich habe ein paar Beispiele auch gezeigt der Kinder. Ah, okay, so ungefähr kann es aussehen. Das sieht man auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sehen Sie die Arbeitsdatei, die ich für die Kinder vorbereitet habe. Das mache ich meistens, wenn ich mit iPads arbeite, mache ich meistens eine Vorlage. Und Sie können gleich mit diesem Arbeitsdokument arbeiten. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite, gibt es diese Arbeitsdatei, Sie können dann wunderbar einfach üben.
Ja, im eigenen Tempo üben. Es hat ganz wunderbar funktioniert. Ja. Übrigens nochmal die Erwähnung, diese Dateien bekommen Sie, die sind nachher für Sie verfügbar. Überhaupt kein Problem, Sie können es dann in Ruhe anschauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt das Live mit Ihnen machen möchte, also ich zeige nur ganz kurz noch einmal her ein Beispiel der Aktivität, was gemacht wurde. Ich gehe jetzt, Entschuldigung, raus aus der Präsentation. Sie sehen hier, ich bin mit meinem iPad verbunden und ich präsentiere gerade live mit dem iPad. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach auf die Fläche tippe, ja, mit dem Stift, mit dem Apple Pencil, kann ich zum Beispiel hier ganz wunderbar schon anfangen zu schreiben. Ich werde mal hoffentlich beweisen, dass ich schön schreiben kann. Ne? Ich hoffe, dass die Volksschullehrerinnen nicht auf mich böse sein werden, falls ich irgendwas falsch machen sollte. Aber ich habe tatsächlich das gemacht im Unterricht. Die Kinder, ich kann mir vorstellen, Sie wissen das, zehnjährige Kinder brauchen Übung mit Buchstaben. Sie haben es noch nicht ganz kapiert, wie das geht. Und müssen wirklich einmal ein Gefühl dafür bekommen, was ist wo? Ja, wo beginnt ein Buchstabe, wo endet diese Buchstabe, ja? Alicia, darf ich dich kurz einmal unterbrechen, bitte? Ja. Vielleicht kannst du deine Präsentation noch einmal teilen. Ich habe einige Einträge, dass die Leute die Präsentation nicht sehen können. Vielleicht Das heißt, hilft ich das, soll wenn jetzt du, wenn du okay. das einmal stoppst und dann noch einmal neu teilst. Okay, das werde ich machen. Ich werde mal, ob das jetzt geht. Mache Stop Sharing und ich mache jetzt wieder Share. Danke vielmals übrigens, super, dass die Leute rückmelden, weil ich kann natürlich nicht wissen, ob etwas funktioniert oder nicht. So, jetzt habe ich es neu geshared. Bitte um Rückmeldung, ob alles gesehen wird. Ich glaube, ein paar Leute sagen ja. Ja, es sind einige Daumen hoch und Genau. Also jetzt müsste Sie es sehen, gehen. wenn man ein Werkzeug ausgesucht wird, dann hüpft er sozusagen, schiebt er sich rauf, ja, und so funktioniert das, ja. Und genau das haben meine Kinder gemacht, ja. Sie haben die Datei gehabt, sie haben gearbeitet, sie haben geübt zuerst und wie gesagt, sehr, sehr viele müssten es unbedingt üben, ja, weil sie einfach noch nicht das Gefühl dafür bekommen oder haben, wie sind Buchstaben. Das war überhaupt ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt. Und es geht wunderbar mit einem Stift. Ja, hier sehen Sie, wie die Ergebnisse der Kinder, also zum Beispiel, wie die Ellen gearbeitet hat. Das sind die Buchstaben, die sie gemacht hat. Oder wie Raphael gearbeitet hat. Und hier sehen Sie auch, Entschuldigung, auf der rechten Seite, ich hoffe, ich komme jetzt zurück, ganz kurz. Auf der rechten Seite sehen Sie jetzt, wie die Salome, das ist die Arbeitsdatei von der Salome. Und hier kann man ganz schön sehen, wie sie durch diese Arbeitsdatei, durch die Arbeitsschritte gearbeitet hat. Okay, sie hat verschiedene Sachen ausprobiert, wie alle anderen, und konnte am Schluss dann ihre Buchstaben einfach haben. Ich glaube, man kann es sehr, sehr schnell erkennen. Die Lieblingsfarbe von Salome ist lila. Und sie hat natürlich auch eine lila Schrift gemacht. Das war das Beispiel mit Font Design. Ja? Noch einmal, Sie haben alle Unterlagen, Sie haben die Dateien, im Anschluss bekommen Sie die. Ja? Was habe ich noch gemacht? Mit derselben Lerngruppe, ich habe eine erste Klasse heuer, 10-jährige Kinder. Wir haben kurz vor Weihnachten haben wir animierte Karten. Was meine ich mit animierte Karten? Genau das, was Sie hier sehen. Das sind animierte GIFs. Das kann man mit Keynote machen. Wir sind in der App Keynote noch einmal. Vorgabe war, ich habe als Lehrerin, habe ich ein paar Tierbilder, die lizenzfrei sind, vorgeschlagen. Ich habe Ihnen gezeigt, das ist möglich, meine Lieben. Ich möchte, dass ihr etwas animiert, einen Gruß, eine Grußkarte, eine digitale Grußkarte macht mit einer Botschaft. Ja? Und hier sind zum Beispiel nur vier der Ergebnisse der Kinder. Ich finde es sehr, sehr toll. Und man sieht auf jeden Fall, dass die Kinder sehr kreativ sind. Die sind individualisierte Sachen. Man bekommt keine zwei Karten, die gleich sind. Auch wenn die Hunde hier in dem Fall gleich sind, sind die unterschiedlich. Ich hoffe, dass Sie auch begeistert sind von den Ergebnissen, Kinder. Ich merke ein paar Daumen nach oben. Sehr schön. Ja, das war die Keynote. Also nochmal.
zeichnen, beziehungsweise etwas ja, schreiben, etwas designen, etwas von sich selbst was machen. Was habe ich noch gemacht im Unterricht? Ich habe in einer dritten Klasse vor 2 Jahren illustrierte Steckbriefe gemacht. Was heißt das? Wir haben, das war das Thema Erfinderinnen und Erfinder im Englischunterricht. Und ich habe die Kinder, jedes Kind hat einen Erfinder, eine Erfinderin ausgesucht und hat den Auftrag gehabt, eine kurze Biografie zu schreiben in Englisch. Sie sehen die Ergebnisse auf der rechten Seite. Und sie haben den Auftrag ja auch gehabt, ein Bild herzunehmen und das Bild zu illustrieren. Das heißt, selbst eine handgeschriebene oder handgezeichnete Illustration hinzuzufügen. Ja? Hier sehen Sie auf der rechten Seite die Ergebnisse. Vielleicht kurz zeige ich Ihnen sehr, sehr gerne, wie das gemacht wird. Ich hoffe, dass es interessant für Sie ist, wie das gemacht wird. Und daher werde ich rausgehen aus der Präsentation und werde die App Pages einmal öffnen und zeige, wie die Kinder vorgegangen sind, was da genau gemacht ist. Ja? Ich habe dieses Buch bereits offen. Dieses Buch heißt Inventors und Inventions, also in Englisch. Und hier habe ich eine leere Seite am Schluss. Übrigens zeige ich nur ganz kurz, wie das aussieht. Wenn man da drauf tippt, dann spielt sich diese Zeichnung ab. Vielleicht, weil hoffentlich geht das einmal. Mal ganz kurz. Wenn wir hier auf Bearbeiten tippen und hier auf Drücken, ist glaube ich abspielen. Ja. Hier auf der letzten Seite habe ich einmal ein Beispiel für Sie gemacht und werde jetzt kurz zeigen, wie das geht, dass man das Hand mit der Hand illustriert. Was machen wir? Hier ist mein Cursor. Ich muss mal auf das Bild einmal tippen und ich werde jetzt kurz einmal die Deckkraft reduzieren, damit ich mit dem Apple Pencil oder mit dem Pencil, ganz gleich, welches Pencil man hat, man kann einfach die Konturen ganz schön umreißen. Und jetzt mache ich es einmal ganz kurz hier. Hoffentlich spielt er mit. Vorführeffekt natürlich. Er will nicht mitsprechen. Er will nicht mitarbeiten. Das ist natürlich. Mache ich das so. Ich lösche so mal diese Sachen und dann wird es wunderbar funktionieren. Ja, jetzt geht's. So, das heißt, ich mache mal ganz nur die Konturen. Es ist jetzt sehr hässlich, weil ich sehr, sehr schnell arbeite. Aber auf diese Art und Weise haben die Kinder gearbeitet. Sie haben einfach ein Bild hergenommen aus dem Internet und haben einfach gezeichnet drüber. Und dann kann man, wenn man fertig ist, ich tippe mal auf fertig, kann man theoretisch das Bild entfernen. Jetzt bin ich noch nicht ganz fertig, aber man kann sehen, dass es möglich ist, sehr, sehr schön mit der Hand etwas zu zeichnen und drüber zu zeichnen. Und so geht das mit einem Bild, das man verwendet hat, gefunden hat. Wenn das für Sie zu schnell war, sehr, sehr gerne einfach die Datei, die ich hinzugefügt habe zum Notiz, zu den Unterlagen, einfach hernehmen und schauen und untersuchen, wie haben die Kinder das gemacht. Und sie werden dann schon schlau werden draus. Ist überhaupt nichts dabei. Wenn Sie sagen mögen, ich kann nicht zeichnen, Sie werden draufkommen, Sie können sehr wohl zeichnen, glaube ich immer, behaupte ich immer. So, das war Pages. Jetzt gehe ich weiter zu einem anderen Beispiel, ein anderes Beispiel hier mit musikalischen Noten. Das ist jetzt die App Numbers. Und ich hoffe, ich weiß, es sind da Musiklehrpersonen, Musiklehrer, Musiklehrerinnen unter uns hier. Hier kann man ganz wunderbar in der App Numbers Noten machen. Das finde ich so toll, dass es die Möglichkeit gibt, digitale Noten zu machen. Und das möchte ich auch live zeigen. Das ist auch nicht schwierig. Gehe wiederum raus aus der Präsentation. Ich habe schon vorbereitet diese musikalischen Noten. Hier, Twinkle, Twinkle, the Star. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe im Prinzip, das ist eine Tabelle, das sehen Sie hier, das ist die App Numbers, das ist Tabellen.
eine Tabellen-App. Ich habe das ist ein Screenshot, das ich vom Internet von Wikipedia gefunden habe. Und man könnte hergehen und sagen, ja, Kinder, ich möchte, dass ihr die Noten einmal zeichnet. Ja? Zuerst einmal, man könnte zum Beispiel sagen, okay, wie wäre es mit einem, was am Anfang immer kommt? Und da kann man ganz wunderbar Noten zeichnen. Und so leicht geht das. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, bevor ich das recherchiert habe, wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, das zu machen. Und man sieht schon, man lernt so viel, wenn man einfach ein bisschen recherchiert im Internet, wer diese tolle Sachen macht. Also so oder ungefähr kann man das machen mit musikalischen Noten in der App Numbers. Und noch einmal, diese Datei habe ich auch für Sie in den Unterlagen auch mit eingepackt. Falls es Fragen gibt, kann ich auch sehr gerne nachher noch einmal darauf eingehen, wie ich das genau gemacht habe. Das ist wirklich schwierig. Mindmap ist das gleiche in Numbers, also man kann mit Numbers auch ein wunderbares oder endlos Whiteboard sozusagen verwenden und einfach dann drauf zeichnen. Genauso wie hier, wie Sie hier sehen, wie man es dann macht, wie ich das jetzt noch gemacht habe, Mindmaps. Wenn man zum Beispiel auch Kindern und Jugendlichen erklären möchte, was sind Mindmaps, wie gehen die überhaupt? Geht auch wunderbar in Numbers, weil wie gesagt, die gleichen Zeichenwerkzeuge sind da. Und ich werde am Schluss auch ein paar andere Beispiele zeigen von anderen Personen, die auch sehr, sehr gerne wissenschaftliche Dokumente oder wissenschaftliche kreative Arbeiten machen, weil ich nicht unbedingt aus der Wissenschaft komme, aber ich habe extra Beispiele gesucht, die für die Wissenschaftsfächer auch taugen. Und dann kommt dann zum letzten App, Sketchnotes. Sketchnotes School ist eine Gratis-App und man kann es sehr super herunterladen. Ich bringe Kindern und Jugendlichen bei, Sketchnotes zu machen. Vielleicht haben Sie das zum ersten Mal gehört. Ein Sketchnote ist nichts anderes als eine visuelle Zeichnung, also eine nicht wirklich eine Mindmap, sondern einfach eine Präsentation, eine Visualisierung von einer Idee oder von einem Vorgang. Wie mache ich das? Wie bringe ich Kindern und Jugendlichen bei, Sketchnotes zu erstellen? Hier auf der linken Seite sehen Sie noch einmal meine Erklärungen. Das gehe ich, ist wie in Lehrer-Schüler-Gespräch oder wie in Demonstration gehe ich mal durch, sage, okay, das sind Sketchnotes. Wie kann man das machen? Hier sehen Sie überhaupt eine tolle Hilfe, die Nadine Rossin, die auf Twitter gefunden werden kann. Sie hat How to Draw Fish gemacht und das habe ich verwende ich sehr, sehr gerne, weil alle Leute, die behaupten, ich kann nicht zeichnen, können, glaube ich, Dreiecke oder Quadrate oder Kreise zeichnen, oder? Und es ist nichts anderes als das. Wenn man das mal gemacht hat, man kann so Augen zum Beispiel reinzeichnen und das war es im Prinzip. So kann man wunderbar einfach visuell, ein visuelles Alphabet sich aneignen. Ja, links, wie gesagt, meine Anweisungen oder meine Erklärungen. Und dann sage ich Kindern, okay, ich möchte, dass sie, oder habe ich wirklich auch gesagt, es sind tatsächliche Ergebnisse von Kindern und Jugendlichen, Senioren noch einmal. Wir machen entweder Rezepte oder etwas, was ihr wollt. Und hier sehen wir ein paar der Kinder haben hier wirklich auch tatsächlich Rezepte gehabt. Also da zum Beispiel sehen wir Grießschmarrn. Es hat jemand da ein Rezept für Grießschmarrn sich ausgedacht, wie das aussehen könnte. Hier hat ein Kind eine Sketchnote gemacht um ihren Tagesablauf. Das ist eine geniale Idee. Sie hat einfach ihr Tag als Sketchnote gemacht. Und übrigens, Sie werden merken, dass das Sketchnote hat weniger Text, nicht ganz ohne Text, weniger Text. Hauptsache visuelle Sachen. Oder hier, das hat mir total super gefallen, dass dieses Kind, das Make-up, sie hat einfach gezeigt, wie man sich schminkt in einem Sketch und die Vorgänge, ne? Ganz toll. Oder hat dieses Mädchen gezeigt, was man alles braucht für eine Pyjama-Party, ja? Für a Sleepover, wenn man übernachtet. Hier nochmal ein Rezept, fand ich auch ganz lustig. Oder hier noch einmal auch ein Rezept. Also es ist wirklich
total so unmöglich. Oft denkt man sich mal, was muss ich alles können und wissen im Vorhinein? Und oft muss man gar nichts wissen im Vorhinein oder gar nichts können im Vorhinein. Man muss einfach tun. Einfach erklären, Kinder, ich möchte das gerne ausprobieren. Wie schaut's aus? Probieren wir es gemeinsam aus. Und so arbeite ich einfach, ja. Ich mache sehr viele Dinge zum ersten Mal. Wenn man es zum ersten Mal gemacht hat und gesehen hat, tolle Ergebnisse, dann fühlt man sich total super. Und die Kinder übrigens, die machen überraschende Dinge und man freut sich total. Genau diese Idee übrigens von Sketchnotes und Sketchnote-Rezepte oder so ist in diesem Buch, das ich jetzt vorhin erwähnt habe, jeder kann kreativ sein zeichnen. Das heißt, ich muss gar nicht jetzt länger drüber reden, weil es ganz genau dort ist, auch beschrieben, wie man das macht. Das Buch ist auch in Deutsch übrigens, falls Sie sich gefragt haben. Das ist jetzt ein Screenshot in Englisch, aber das Buch gibt es auch in Deutsch. Und hier sehen Sie mit der App Taiyosui Sketches gibt es eine größere Auswahl an Werkzeugen. An Zeichenwerkzeugen, Zeichnenwerkzeugen. Ich gehe vielleicht kurz zur App, damit ich zeige. Ich gehe mal ganz kurz aus der Präsentation raus. Und das ist jetzt die App Sketches School. Und ich habe mir vorgenommen, ich zeige ein bisschen was möglich ist mit dieser App. Und Sie sehen hier, da gibt es verschiedene Werkzeuge. Ja, und es ist jetzt ein bisschen blass. Da gibt es einen Stift, da gibt es einen Marker. Und so weiter. Es gibt ja so Wasserfarben. Sehr, sehr schöne Sachen gibt es ja, ja. Super. Und ich habe mir vorgenommen, ich versuche jetzt etwas, vielleicht was zum Thema passt. Ich mache vielleicht, ich versuche mal ein Coronavirus zu zeichnen. Das habe ich vorher geübt. Ich hoffe, dass es jetzt gelingt. Schauen wir ganz kurz. Ob das jetzt geht, ob ich jetzt die Farbe erwische. Ja, die Farbe geht dann da, kann man da aussuchen. Und da zum Beispiel würde ich jetzt ein paar Corona-Stifteln, diese Stifteln machen. Und man könnte jetzt hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt ein Smiley-Face machen oder ein böses Face machen, je nachdem. Was ich mache, schwarz. Dann mache ich einen anderen Stift. Machen wir mal. Das da. Und Sie sehen, so geht das mit der App Taiyosui Sketches, ja? Jetzt ein sehr böses Corona-Virenzelle einmal gezeichnet. So geht das. Man kann dann wunderbar zeichnen, auch mit Taiyosui Sketches. Also macht Spaß. Und ich zeige es bewusst, damit Sie sehen, es gibt wirklich mehrere Apps, die mit denen man zeichnen kann auf dem iPad, ja? Also einfach Erfahrungen sammeln. Wenn die Kinder sagen, Ma, das ist uns lieber, weil wir einfach mehr Möglichkeiten haben, ist natürlich auch wunderbar. Ich persönlich finde die Möglichkeiten von Keynote oder von Numbers oder von Pages auch ausreichend. Aber man kann sagen, Ma, es gibt ja totale tolle Sachen, die man mit Wasserfarben, mit Aquarellen Sachen machen kann, die es eben in Keynote zum Beispiel nicht gibt. Aber wie gesagt, nochmal, alle Anweisungen sind da. Ja, ich bin eigentlich fertig mit meinem herzeigen mit den Show- und Präsentation. Und ich habe mir vorgenommen, bevor ich jetzt Fragen beantworten kann, möchte ich mal wirklich ganz bewusst ein paar wissenschaftlichen Sachen mal herzeigen. Ja? Und zwar, wie gesagt, ich bin selber nicht vom Fach, aber ich habe zum Beispiel eine Kollegin aus den USA gefragt, ob ich ihre Sachen teilen darf. Und sie ist eine Science-Teacher, Biologie-Lehrerin, glaube ich. Und ich habe hier, wie gesagt, sämtliche Links von ihr, Dinge, die sie macht. Was macht sie, die Jody Deanhammer? Sie können hier auf der linken Seite sehen, was sie alles in Wissenschaft macht, in Biologie macht. Von Zelle, sie macht, keine Ahnung, Pflanzen und viele, 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 viele Sachen macht sie in Keynote, in Numbers und in Pages. Ja? Sie ist total genial. Also man kann hier zum Beispiel auf der linken Seite sehen, das sind Auszüge aus ihrem Buch. Es gibt ein Buch, das man herunterladen kann von dem Bookstore. Da ist der Link, kostet nichts. Ist zwar in Englisch, aber es geht eher mehr darum zu sehen, was möglich ist. Ja? Und hier wollte ich unbedingt auch mit auf die Folien aufpacken. Sie hat zum Beispiel das als Aufgabe, die Kinder sollten ein Samen designen. Ja?
Ja, das ist, finde ich, auch total eine interessante, spannende Aktivität. Oder hier, was ihre Kinder jetzt gestern gepostet auf Twitter, dass ihre Kinder Covid-Killing-Nanobots designt haben. Das heißt, sie haben sich beschäftigt mit der Thematik, wie könnte man diese Covid-Virus, was keine Ahnung, wenn man Nanobots erfinden würde, wie würden die aussehen? Und sie hat da schon ja, Ergebnisse schon gezeigt. Und sie hat übrigens, Jodie, ist jemand, sie teilt sehr, sehr gerne. Wie gesagt, deswegen hat sie auch die Sachen, die ich habe ihr vorhin gezeigt, ne? Ja, die sie schon gemacht hat. Alle ihre Sachen teilt sie sehr, sehr gerne. Also da haben sie die ganzen Links, können sie gerne im Nachhinein einmal anschauen. Ah, wie mache ich das mit den Covid-Nanobots? Hat sie alles wunderbar gezeigt, ja? Oder wie mache ich das mit anderen Sachen, was ich, keine Ahnung, Beobachtungen und so, ja? Also wie gesagt, ich wollte bewusst mal hier mitgeben, Beispiele für die Wissenschaftsfächer, weil ich habe einfach festgestellt, dass man oft nicht weiß, was kann man Kreatives in den Wissenschaftsfächern machen, punkto Zeichnen am iPad oder punkto mit dem Stift am iPad, ja? Und eigentlich bin ich jetzt am Schluss, wie beginnen? Ich kann mir vorstellen, Sie sagen, Ma, Alicia, das sind so tolle Sachen, die du gemacht hast, aber bis ich das alles kann, wo soll ich überhaupt anfangen? Ja? Wie beginnen? Na, meine Lieben, wie beginnen? Wie beginnen wir einfach? Dinge, die Menschen wie zum Beispiel Dodi gemacht haben, einfach analysieren. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Ja? Nehmt einfach die Dateien, lad sie herunter, schau, wie hat sie das gemacht. Ja, dann das zweite Schritt, anpassen. Das heißt einfach anpassen, okay, das würde ich gerne so und so und so machen. Und das brauche ich nicht, das kann ich gut verwenden. Und einfach ausprobieren. Ja, man sieht hier, dass ich auch mein Apple Pencil dafür verwendet habe, auch diese Schrift dann zu machen. Ja? Analysieren, anpassen und ausprobieren. Ja, das ist das Geheimnis. Also mehr ist es nicht. Ja, ich habe auch so gelernt. Ich sehe viel. Ich bin begeistert, wenn ich Dinge sehe, die Menschen machen. Frage nach. Aha, wie hast du das gemacht? Oder ich lade mir das dann runter. Schau mir das mal an. Denke ich mal, okay, ich möchte es einfach gern ausprobieren. Und dann gelingt es. Also das ist immer das, was ich mit auf den Weg gehen wollte, geben wollte. Und hier, wie versprochen, hoffentlich nicht zu viel versprochen. Und ich habe jetzt wirklich auch eine Punktlandung, weil es hat geheißen, ich soll ungefähr eine halbe Stunde sprechen. Wunderbar. Hier haben Sie meine Unterlagen. Ich weiß nicht, ob die Sabine es schafft, diese zwei Links in den Chat zu posten. Den ersten Link hat sie auf jeden Fall bekommen. Dropbox-Link werde ich vielleicht nachher auch posten. Und wenn man mich sucht, kann man mich gerne auf Twitter finden. Ich bin at Alicia Bankhofer und die Hashtags, die ich verwende, sind EduPunks, Apple EduChat, Twitter Lehrerzimmer oder Trills. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man diese Hashtags verfolgt. Warum? Weil dort sind Menschen, die Dinge teilen. Es gibt wirklich Menschen, die, oder Lehrer meine ich jetzt, ja, Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, oh, ich habe da einen Jahresplaner gemacht, wollen Sie das auch haben? Wusch, dann posten Sie das, ja. Also, wie gesagt, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Man kann sehr, 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 sehr gerne einfach Dinge, die andere Menschen erstellt haben, nehmen, anpassen und danach ja anwenden. Das ist wirklich total toll. Ich finde, es ist gerade so spannend jetzt in dieser Zeit, nicht nur wegen Covid, sondern wirklich auch in dieser Zeit von Digitalität, nicht wahr? Dass wir wirklich sehr, sehr leicht zu kostenlosen Dingen kommen. Und da bin ich total begeistert. Und möchte hiermit sagen, gibt es Fragen? Und ich hoffe, dass das, was ich gesagt habe, gut angekommen ist. Machen wir Ja, Alicia, es gibt jede Menge Fragen. Ich habe versucht, das meiste gleich im Chat zu beantworten, aber es ist noch eine ganze Latte übrig. Und zwar, wie kann ich mit dem Pencil den geschriebenen Text vom PC umwandeln? Vom PC umwandelt. Muss ich die Frage noch einmal? Ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden. Ja, ich denke, dass es darum geht, einen geschriebenen Text sozusagen umzuwandeln, so in diesen Schriftzug oder so. So hätte ich das interpretiert. Also PC geht das nicht. Also wie ich glaube, ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe.
Und es wird auch sicher kommen, also ich bin 100% sicher, und auch wenn andere, sicher andere Hersteller auch mitziehen, dass wir vielleicht in einem oder 2 Jahren sitzen werden, auf allen Tablets wird es möglich sein, zu schreiben, und da wird die Schrift sofort erkannt. Es gibt auf iPad gibt es in Englisch. Also wenn ich zum Beispiel schreibe, wird es sofort verstehen in Englisch. Aber es gibt es in Deutsch noch nicht. Vielleicht zeige ich nur ganz kurz her, weil ich es heute, wie gesagt, ausprobiert habe. Ich gehe mal zu Safari und zeige, wie das in Safari aussieht. Ich lösche mal meinen Such, und jetzt mache ich das jetzt wirklich mit dem Apple Pencil. Und das funktioniert nicht am PC, ja? Aber er automatisch erkennt, dass ich das mit dem Pencil gemacht habe, und er hat auch erkannt, was ich für eine URL brauche. Und das wird sicher, also ich kann natürlich jetzt nicht versprechen, wie schnell das gehen wird, aber das wird sicher, warte mal, er sowieso auf Deutsch gehen, dass die Schrift sehr, sehr gut erkennt, aber auch mit sämtlichen anderen Tablets. Ich hoffe, dass ich die Frage gut beantwortet habe. Die nächste Frage wäre, ob du erklären kannst, was der Unterschied zwischen dem Apple Pencil ist und einem anderen von Logitech zum Beispiel. Also der Unterschied kenne ich. Ich persönlich habe noch nicht ein Logitech verwendet. Ich kann aber sagen, ich habe es recherchiert, weil ich habe gedacht, die Frage wird kommen, dass die Logitech-Stiften, sie funktionieren auch mit dem Kritzeln zum Beispiel. Also sämtliche Sachen erkennen sie, und das iPad erkennt es auch. Also vom Erkennen und vom Arbeiten ist es ganz genau. Ja. Es ist ganz genau gleich. Es ist nur, dass Apple Pencil wird von Apple gemacht, und es ist halt eine hauseigene Lösung. Und von Logitech funktioniert es ganz genau so. Ist ein bisschen günstiger, wird auch übrigens auch von Apple auch verkauft. Also man kann zum Beispiel im Apple Store hochoffiziell Logitech Pencils auch kaufen. So große Unterschiede gibt es nicht. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, wenn man an Apple, ich hatte meine Apple Pencil in der Hand jetzt, ich weiß nicht, ob Sie mich sehen. Was ich empfehlen, es gibt sehr, sehr viele andere Stiften auch, ja. Es gibt es Stiften mit diesen so, die sehen aus wie so Gummi oder so Stoff. Diese Stiften sind nicht so gut, und sie sind auch nicht sehr langlebig. Ja, die habe ich auch ausprobiert. Man kann sie sehr günstig in Amazon kaufen. Man kann, glaube ich, 10 € zahlen, und man hat dann so 10 Stifte sogar. Aber die gehen sehr, sehr schnell kaputt, und sie haben nicht die gleiche Funktionalität wie diese Stifte mit diesen Spitzen. Ja? Also lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben für einen Stift. Muss nicht unbedingt der Apple Pencil sein, kann natürlich auch Logitech sein oder andere Stift sein. Weil das große Unterschiede gibt es jetzt nicht wirklich. Am besten ausprobieren. Das nächste wäre, das ist öfter gekommen, wie machst du diese animierte Karte als GIF? Kannst du das Okay. zeigen? Okay, das kann ich jetzt sehr, sehr gerne so anhand diese Folie jetzt hier zeigen. Und zwar, was mache ich? Ich mache mal auf dem Pluszeichen, oder wenn ich einen Stift habe, ich einfach auf der Oberfläche, und er kommt. Jetzt suche ich mal mein Werkzeug mal aus. In dem Fall möchte ich mal diese Buntstift haben, und werde einfach versuchen, einfach diese Sache ein bisschen zu verzieren. Ja? Dann mache ich irgendwas. Ja? Die Kinder haben einfach so gezeichnet. Und dann haben sie zum Beispiel das dupliziert. Ich werde es dann kurz duplizieren oder kopieren und dann duplizieren. Und dann zum Beispiel vielleicht eine andere Farbe einfach reingeben, damit es dann, wenn ich ein GIF mache, dass es dann wirklich anders aussieht. So, was habe ich jetzt? Ich habe zwei verschiedene Folien, und wenn ich jetzt hier schnell rübergehe, sieht man schon, wie das aussehen würde, wenn ich das als animiertes GIF mache. Ja? Ich zeige, wie das geht. Ich habe Folie 6 und 7 jetzt gemacht, also, oder dekoriert. Jetzt möchte ich mal hier die 3 Punkte hier oben tippe ich dann drauf, und ich möchte jetzt exportieren als animiertes GIF.
Er fragt mich, welche Folien meinst du, Alicia? Dann sage ich, okay, ich brauche bitte Folien 6 und 7 oder 6 bis 7. Sage ich, wunderbar. Und sage dann, exportieren. Er exportiert es und wir sehen schon in der kleinen Vorschau, wie das aussieht. Dann tippe ich mal auf Teilen und tippe ich mal auf Bild sichern. Wenn ich auf Bild sichern tippe, wird er in die Mediathek das automatisch speichern. Schauen wir uns die Mediathek kurz mal an. Hier, die Mediathek ist da in der Ecke. Und jetzt suche ich, ich hoffe, dass er, da ist er schon da. Das ist das, was ich gerade gemacht habe. Und wir sehen, dass er in die Mediathek das genau das gespeichert hat, das als animiertes GIF. Mehr ist es nicht. Nochmal ist ein Vorgang. Eine Folie dekorieren oder das, was man haben will als erste Folie und dann auf die zweite Folie einfach was anderes machen. Man kann von bis, man kann zum Beispiel vier, fünf, sechs verschiedene Sachen machen. Dann wird es noch spannender. Aber so haben die Kinder und Jugendlichen gearbeitet. Ich hoffe, dass ich die Frage gut beantwortet habe. Ja, die nächste wäre dann, kannst du das mit den Musiknoten bitte noch einmal herzeigen? Ja, kann ich gerne. Was möchten die Leute Ja, genau? wie man die Noten bekommt. Noch Ja. einmal, wie man Ja. das Okay. Das, hinsetzen kann. so, ich, das habe ich mir wirklich vorgenommen. Ich zeige es wirklich vom Anfang an, weil ich kann mir wirklich vorstellen, wie geht das überhaupt? Ich werde vielleicht einmal jungfräulich beginnen, okay? Ich beginne mal jungfräulich, indem ich einfach eine neue Numbers-Tabelle hier, da beim Pluszeichen, ja, werde ich einfach einmal drauf tippen, neues Blatt, ja? Wenn man ein neues Blatt und man erkennt es von Excel, ne, das ist auch ein Tabellenkalkulationsprogramm, da bekommt man eine Tabelle vorgeschlagen. Man tippt auf die Tabelle. Ich persönlich mag das nicht, wenn das so grau hinterlegt ist. Ich werde einfach das einmal löschen und ich werde auch diese Grafik einfach löschen, weil mir das nicht gefällt. Und je nachdem, wie viele Takte ich brauche, kann ich einfach da zum Beispiel. Ganz kurz zurück. Jetzt ein bisschen länger ziehen. Ich brauche natürlich diese Sachen möchte ich auch löschen, ne? Weil für musikalische Takt brauche ich nicht so viele. Genauso geht heute gearbeitet, weil ich habe es heute für diese Session vorbereitet. So, habe ich jetzt sechs? Muss ich ganz kurz probieren. Eins, zwei, drei. Ja, genau, habe ich sechs. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach die Tabelle gemacht. Es sind sechs Linien, wie für eine musikalische Zeile. Und angenommen, will ich jetzt im Prinzip wirklich nur zwei Takte, geht auch zwei Takte, ja, weil die waren ein bisschen kurz. Da habe ich jetzt im Prinzip ganz wunderbar einen Takt, oder? Und wie auf diese andere Folie, ich habe zum Beispiel das da als Guide oder als Anleitung für die Kinder gemacht. Aber ich kann, weil ich einfach auch, ich kann das auch, weil das habe ich gelernt. Ich habe auch Musiktheorie gelernt. Mit dem Stift wähle ich meine Farbe mal aus, mein Werkzeug aus, die Stärke aus und kann, wie gesagt, ganz wunderbar hier zeichnen. Ja, ich kann sogar, wenn ich abenteuerlich bin, unterschiedliche Farben. Ich meine, das macht man nicht als Musikpurist, aber ich könnte hergehen und eine andere Farbe machen. Werden hoffentlich mich Musiklehrer nicht steinigen, aber es geht, es ginge auch. Und dann mache ich mal meinen Rücken. Und vielleicht ein bisschen dünner, weil wir wissen, dass Notenhals ein bisschen dünner ist. Und so können die Kinder ganz wunderbar üben, Noten zu zeichnen. Mir ist es nicht, ja. Man kann auch dieses Blatt, die Tabellenblatt ein bisschen ändern. Zum Beispiel Übung, habe ich jetzt Übung. Zum Beispiel. Und da habe ich so meine Tabellenblatt. Und das ist Tabellenblatt 1 und Tabellenblatt 2. Ich hoffe, das war okay, die Demonstration. Ja, super. Ja, ich habe jetzt noch eine spezielle Frage. Und zwar geht es darum, dass jemand den Stift ganz besonders verwenden möchte in einer BBB-Konferenz. Ich kann da jetzt nicht ganz so wirklich was anfangen. Und da heißt dann leider funktioniert beim iPad die Bildschirmfreigabe dann nicht so, dass man nicht aktiv im Unterricht mit dem Apple Pencil arbeiten kann.
Ich weiß nicht, ob du dir das Kann mir jetzt so vorstellen. vorstellen kannst. Im Forum gibt es nur den Tipp, dass man mit dem iPad zusätzlich an ein MacBook anschließen soll und es über QuickTime filmt. Ja, das würde, glaube ich, gehen. Man müsste über QuickTime das schleifen. Dann würde es, glaube ich, gehen. Würde ich mal sagen. BBB ist, nehme ich mal an, Big Blue Button, oder? Ja, Big Blue Button, genau. Jawohl, genau. Ja, gibt es noch Fragen? Ja, und zwar habe ich jetzt noch eine Frage zum Tafelbild, wie du das Tafelbild erstellst, ob du noch ein herkömmliches Tafelbild machst oder welche App du dazu verwendest. Ja, also ich verwende es sehr, sehr gerne, weil ich einfach in Keynote liebe. Wer mich kennt, weiß es, dass ich in Keynote sehr, sehr gerne arbeite. Aber ich arbeite auch sehr gerne Numbers. Ja, also wenn ich Numbers noch einmal aufmachen würde, Sie sehen, Numbers hat etwas, was Excel nicht hat. Man kann wirklich einmal da, zum Beispiel in Numbers, hat man eine Endlos-Sache. Das ist auch ein Tafelbild. Ja, hier zum Beispiel meine Tafel. Und man kann zum Beispiel hier mit Numbers ganz wunderbar das Teilen. Also hier, wenn ich da drauf tippe, bekomme ich da jetzt die Möglichkeit, ja, ich möchte bitte diese Datei teilen, sodass Menschen auch entweder mitarbeiten können, das ist meine Entscheidung natürlich, oder sollen sie es nur sehen können. Ja. Jeder mit dem Link kann das sehen oder bearbeiten. Und ich könnte das so machen, dass die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel da was zeichnen, wenn sie wollen. Ja, also man kann, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, natürlich muss man das üben, weil ich habe festgestellt, dass kleine Kinder oft sehr, sehr gerne Dinge löschen, die andere Leute machen. Also man muss natürlich auch Disziplin ein bisschen einfordern, aber das kann man wunderbar machen mit Numbers. Ich finde Numbers überhaupt genial. Aber es geht in Keynote genauso. Und ich persönlich verwende Keynote, ich und meine Teamteacherin, wir verwenden Keynote für unseren Unterricht, für unseren Online-Unterricht und ja, haben unseren Ablauf. Was für Numbers übrigens spricht, ist diese Sache, was ich vorhin gezeigt habe, dass diese Tabellenblätter, man kann wunderbar eine Art Abfolge machen. Das nur ganz kurz hier zum Beispiel, das ist auch ein Beispiel von einer Datei aus dem englischen Sprachraum, wie man ganz wunderbar sehen kann, dass man startet und dann Schritt 2, hier zum Beispiel, das ist jetzt Schritt 1, ja, hier beginnt man. Und dann, hier beginnt man. Dann geht man auf Lernen zum Beispiel, ja, das ist Schritt 2. Dann denken, vorhersagen. Entdecken, analysieren. Das ist eine ganze super wissenschaftliche Abfolge, wie man Experimente durchführt oder wie man systematisch eine Aktivität oder ein Experiment macht. Und das gefällt mir in Numbers sehr gut. Das gibt es in Keynote nicht. Also wenn ich zum Beispiel so eine Abfolge haben möchte mit Schritten, würde ich dann lieber in Numbers arbeiten. Aber im Prinzip können Sie beide Apps können sehr viel für eine digitale Tafel oder für eine kollaborative Tafel. Man muss nicht irgendwas für teure Software kaufen. Es gibt es mit Keynote Numbers genauso. Wunderbar. Und dann jetzt noch einmal zurück zu den Mindmaps. Da ist die Frage, geht das überall in Pages, in Keynote, in Numbers? Kann ich das überall einfügen und machst du das so? Ja, mache ich das auch so. Demonstriere auch, vielleicht auch wieder in Numbers, wenn ich schon da bin. Ich habe da eine Mindmap-Präsentation, da habe ich einmal da zum Beispiel zum Ausprobieren einmal gemacht und hier ganz super wunderbar, wenn man drauf tippt, man kann wunderbar hier zum Beispiel, ich zeige mal mein Thema. Was fände ich für ein Thema? Keine Ahnung. Machen wir mal Liebe. Mir fällt gar nichts ein, ich sage einfach, ja. Also hier habe ich mal das Thema und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, das ist mein Ast, Ast 2, Ast 3, Ast 4. Und es ist so, also es ist fast babyleicht. Ja, das ist jetzt Numbers. Ja, man kann wunderbar, man sieht hier mit dem Füllwerkzeug arbeiten und dann mit dem Stiftwerkzeug. Ja, ich hoffe, dass die Demonstration, und es geht genauso in den anderen Apps. Deswegen habe ich das extra erwähnt, dass Keynote Pages und Numbers ähnlich geht. Wunderbar. Und jetzt noch, was könntest du sagen, was ist der besondere Vorteil von Sketchnotes? Ah, Sketchnotes sind so wunderbar. Sketchnotes
Es ist nicht Notizen machen, linear, sondern man muss praktisch, wenn man einen Sketchnote macht oder erstellt, das auf den Punkt bringen und das für einen persönlich. Das heißt, ein Sketchnote ist immer etwas Persönliches. Das ist auf jeden Fall super. Das ist nicht zwei Sketchnotes werden von derselben Vortrag werden nicht gleich aussehen. Und es ermöglicht einfach, dass man das, was man, worüber man spricht, total super auf einen Punkt, mit einem Blick erkennt man, worum es geht. Ja? Und das ist das Besondere. Es ist wirklich ein bisschen anders zu meinen. Wer mehr über Sketchnotes wissen möchte, es gibt so viel im deutschen Sprachraum, sehr, sehr begabte Sketchnoterinnen und Sketchnoter, die Bücher geschrieben haben, die aber auch sehr, sehr viele Sachen gratis hergeben. Einfach Sketchnotes Deutsch eingeben in Google und man wird total fündig. Ja? Da habe ich auch, übrigens auch in den Unterlagen, habe ich auch etliche Sachen auch mit eingefügt, dass man auch anschauen kann. Ich persönlich habe es sehr, 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 sehr gerne, weil, wie gesagt, es ist was Persönliches und das bringt es einfach auf den Punkt. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt alle Fragen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ich habe die jetzt noch zusammengefasst, die ich nicht gleich beantwortet habe. Sehr gut. Man kann mich auf jeden Fall weiterhin kontaktieren, falls es wirklich mal eine Frage gibt. Falls ich noch einmal was erklären soll, mache ich das sehr, sehr gerne. Ich möchte auf jeden Fall noch einmal hinweisen darauf, dass ich habe diese Dinge nicht erfunden. Ja? Diese Dinge habe ich von Unterlagen, die Menschen erstellt haben, größtenteils kostenlos. Ja? Hier zum Beispiel die wunderbare Serie Jeder kann kreativ sein, habe ich schon zweimal erwähnt, ja, das mit dem Zeichnen. Es gibt diese Präsentation, die ich heute gemacht habe, aber auch alle anderen Sessions von der Festival of Learning befinden sich auf YouTube. Man kann in Ruhe das alles nachschauen. Ja? Ich hoffe, dass Sabine diese Links postet im Chat. Was auch gibt, es gibt total viele Ressourcen beim Apple Teacher, also einfach Apple Teacher in Google eingeben oder auch diesen Link verwenden. Gibt sehr, sehr viele Sachen auf Deutsch, Unterrichtsideen. Man kann so eine Art Qualifikation verdienen, so Badges verdienen. Das ist total super. Ich bin auch Apple Teacher. Ansonsten gibt es so viel. Ja, also man wird wahrscheinlich die Zeit ist zu wenig, dass man alles wirklich in Ruhe mal anschaut. Also es gibt Programmieren, gibt es was. Was es auch gibt, ist ein Podcast, das nennt sich Edufunk. Die haben schon seit Jahren machen sie das. Es ist wirklich total toll, sämtliche unterschiedliche Themen zum digitalen Unterrichten. Da ist auch der Link, wie man das abonnieren kann. Auch kostenlos. Ja, also man kann es, ich mag das meistens so, dass ich diesen Podcast höre beim Kochen oder beim Autofahren. Ja, und das war's. Ich hoffe, dass Sie was mitnehmen können. Und ich bitte um Feedback. Ja, Feedback. Feedback ist ein Geschenk und da kann ich wissen, wie ich mich verbessern kann. Ja, also ich bitte. Nehmen Sie sich 2-3 Minuten, es dauert wirklich nicht lange, tut auch nicht weh, verspreche ich, ja. Einfach mittels Link dieses Feedback von mir ausfüllt. Und ansonsten freue ich mich auch über ein paar Smileys und ein paar Waves jetzt gerade. Und weil ich sage, es ist wirklich schwierig, im Online-Format zu referieren und man sieht die Menschen nicht und man spricht mit den Menschen nicht und ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber vielen, vielen herzlichen Dank. Am liebsten würde ich natürlich das Face-to-Face machen. Leider Gottes sind die Bedingungen jetzt anders. Aber sind wir froh, dass wir diese Möglichkeit haben, oder? Uns kostenlos fortzubilden, kostenlos von anderen zu lernen. Also ich profitiere immer sehr, sehr viel, wenn ich die Arbeit von anderen, wenn ihr ein bisschen so über die Schulter sozusagen schauen kann und sie, das macht sie. Und es sind oft so einfache Ideen. Einfache Ideen, große Wirkung. Und dann werden sie eine große, große Freude haben mit den Kindern. Versprochen. Mit den Dingen, die sie machen. Also ich hoffe, dass ihr Feedback positiv ausgefallen ist. Die Präsentation, die ich gemacht habe, ist für Sie unter CC. Und Sie können gerne, wie gesagt, meine Unterlagen haben. Ich glaube, die Sabine hatte schon gepostet, wo Sie das alles herunterladen können. Und sagen mal, herzlichen Dank fürs Dasein heute. Das war die letzte Session für heute.
Aber es gibt noch mehr Sessions diese Woche. Also fleißig besuchen und sage ich mal danke fürs brav Zuhören. Alle haben Mitarbeitspunkte verdient fürs brav Zuhören.